Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 15 Feuerwehr. Ich bin heute unterwegs. Okay, ich höre jetzt mal lieber auf, das kommt glaube ich blöd rüber. Nein, ich bin heute in GTA 5 und wie ihr seht, ich bin heute wieder Polizist und ich bin heute einfach mal unterwegs, meine Einsätze mit meinen schicken roten Traktor zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich den Hänger dran lassen sollte. Ach, mal schauen, wie das so wird. Ich glaube, ohne Hänger fährt der auch nicht schneller. Also, das sieht ein bisschen besser aus, wenn man Hänger dran hat. Also, ja, lehnt euch zurück, habt viel Spaß beim Zuschauen und ja, mal sehen. Vielleicht komme ich jetzt gleich über die Kreuzung, wenn das möglich wäre. Ich fahre jetzt einfach und vielleicht kriege ich einfach mal den nächsten Einsatz. Also, hätte ich jetzt eine Verfolgungsjagd, ja, dann würde ich da nicht hinterherkommen, weil Trecker und so. Ich glaube, das macht keinen Sinn, da hinterher zu gucken. Weil ich bin ein bisschen zu langsam, aber ihr habt es euch gewünscht und ich mache das einfach. Ich ziehe das knallhart durch. Also, ja, da habe ich auch schon den ersten Einsatz. Catch up to the pursuit. Ach nein. Das ist doch nicht. Nein, oder? Da brauche ich ja ewig Stunden. Nein. Das macht. Oder? Na, hm. Ja, schlaue Idee eigentlich von mir gerade, diesen Einsatz anzunehmen. Aber ich probiere einfach mein Bestes. Vielleicht komme ich ja da irgendwie noch hin. Also der Trecker, der zieht aber auch doch ganz schön schnell ab. Also ich hätte gedacht, der ist jetzt langsamer. Aber ich habe mir da wohl getäuscht. Also das macht schon Laune irgendwie. Und was man den Trecker auch lassen kann, der fährt sich enorm cool. Also es gibt wirklich schlimmere Sachen. Okay, jetzt geht's bergauf. Oh, jetzt muss er zeigen, wofür er gebaut wurde. Wozu er gemacht wurde. Und oh, jetzt zieht er ab. Uiuiuiui. Das könnte jetzt heikel werden. Kann auch sein, dass ich jetzt vielleicht absaufe. Ja, oder? Oder vielleicht sogar stehen bleibe. Das wäre nicht so schön. Ich möchte den Einsatzort erreichen. Und jetzt ist es nur eine Verfolgungsjagd. Naja, wir haben ja Zeit. Und ich hoffe, ihr habt auch Zeit, liebe Leute. Also nehmt das alles ganz entspannt heute doch mal einfach rüber. Ja, das ist doch mal was anderes. Man muss doch nicht immer mit so einem oberschnellen Polizeiwagen Fahrzeug fahren und die Räuber jagen. Nein, man kann das doch ganz geschillt machen mit einem Traktor. Also, denkt ihr jetzt, ich bin bescheuert? Nein, das bin ich natürlich nicht. Es ist mal was anderes, es macht Laune und das fährt sich einfach nur cool. Guck mal von der Innensicht, das ist geil. Also, was ist immer noch mehr? Achso, die rennen weg. Achso, ich habe mich schon gewundert, wenn das Polizeiauto in einer Kreuzung stand. Mensch, das ist ein Fall für mich jetzt hier, den kriege ich ja locker. Und sogar mit Hänger. Ich hupe jetzt einfach mal, das ist der Warnhub von mir. Vielleicht bleibt er so stehen. Oh, ich hab. Oh, das war eine Nackshot. Oh, nochmal. Okay, dann steige ich mal aus und guck mir das mal an hier. So, ich glaube, du rennst nicht weg. Entweder wirst du gleich getasert, wenn du versuchst zu flüchten. Oder du kriegst eine Kugel von mir, eine scharfe Kugel, betone ich, in deinen Schädel. Und dann ist das, glaube ich, nicht mehr so lustig. So, okay. Der wurde jetzt gefasst und ich glaube, ich kann weiter, oder? Oder wie seht ihr das jetzt hier? Du übernimmst das, oder? Kurz Denkpause zwischendurch. Ja, das muss natürlich sein. Alter Mann muss sich auch erstmal ausruhen von so einer langen Verfolgungsjagd. Ach, da kommt auch schon ein Kollege. Der wird ihn jetzt vielleicht mitnehmen, oder? Ja, okay. Na denn, geht's weiter. Eine lustige Fahrt im roten Traktor mit dem Hänger dran. Ui. Der Strip Club. Na, hör mal. Nein, da gehe ich jetzt nicht rein. Nein, ich fahre meine Einsätze und schön und gut ist. Indecent Exposure oder so. Okay, mal sehen, was das ist. Also, ich kann schon mal sagen, ich habe neue Einsätze installiert. Also neue Callouts für GTA 5, für die LSPDFR-Mod. Also es könnte jetzt einer von den neuen Einsätzen sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich tendiere eher dazu. Mal schauen, was jetzt auf mich zukommt. Ich hoffe nicht so eine Schießerei, weil ich bin schon ein leichtes Ziel. Durch die große Frontscheibe und durch die großen Räder, da kannst du ja irgendwie eine kleine Feuerwaffe dagegen hauen und dann
werde ich schon mal getroffen oder meinen Traktor halt. Das wäre nicht so schön. Jetzt muss ich auch eine Tiefgarage. Okay. Ich weiß, was auf mich zukommt. Also so einen Einsatz hatte ich schon mal. Ein besoffener Herr. Okay. Hallo, schönen guten Tag. Was ist denn mit ihm nicht richtig hier? Können Sie bitte Ihre Hände hochnehmen und auf den Boden? Dankeschön. Sie brauchen den nicht hin und her taumeln. Ich bringe Sie erstmal zur Wache oder keine Ahnung. Oder ich rufe am besten mal Verstärkung. So. Dann muss ich das wieder so tun und ich brauche einen Transporter. Local Transport Unit. So, mal sehen. Dann müsste dieser Mann gleich abgeholt werden. Ich weiß gar nicht, was haben Sie bitte schon unten gemacht? Haben Sie da hingepuppt oder hingekackt? Oder? Naja, okay. Wir warten jetzt einfach mal auf die Kollegen und die werden Sie dann erstmal untersuchen auf irgendwelche Schäden oder was Sie auch immer da unten gemacht haben. Ich möchte auch nicht gar nicht. Das stinkt doch voll. Sag mal. Nee, Hände auf den Rücken, genau. Was machen Sie denn? Oh, haben Sie da unten hingekackt, oder was? Also, so geht das ja nicht hier, also. Nee. Tja, die Kollegen sind gleich da, also keine Panik auf der Titanic. Ach, ein Kollege sogar bloß. Ich hoffe, das wird alles gut werden. Und ich hoffe, der wird Sie jetzt gleich mitnehmen und. Na, mal sehen, wie es da weitergeht. Und ziehen Sie sich bitte was Ordentliches an, das gehört sich hier nicht. So, dann wünsche ich Ihnen mal einen schönen Tag und ja, bis, ich hoffe nicht bis irgendwann. Tschüssi. So, dann geht's weiter, unsere lustige Fahrt im Traktor. Dann muss ich erstmal hier hochklettern. Oh, alter Mann, ich habe so ein altes Kreuze, das ist nicht so schön. Und tschüss. Auf geht die Fahrt. Ja, Achtung, schwenkt aus. So, mal sehen auf den nächsten Einsatz natürlich. Vielleicht bekomme ich ja gleich einen, es könnte ja... Officer needs transport. Oh nee, nein. Knife attack, ja. Das schaffe ich auch noch. Also ich versuche nicht, die Einsätze einzunehmen, die irgendwas mit Schnelligkeit zu tun haben. Also ich bin heute wirklich mal auf einer langsamen Art und Weise unterwegs und ich möchte nicht irgendwie sowas machen, so eine Verfolgungsjagd oder so. Also zu Fuß würde ich ja noch locker mithalten können. Aber mit einem Auto, so ein aufgetuntes, ich sag mal, so ein, zum Beispiel ein Chester oder so, oder T20, da wird es schon echt kompliziert. Da muss ich schon mal meinen Turbo einschalten. Dann rennt ich auf mich zu. Ach, die werden ja sogar selber umgefahren hier noch. Können wir bitte mal liegen bleiben? Dankeschön. So. Ja, dann hat sie das jetzt auch erledigt. Ich hole noch schnell die Gerichtsmedizin und die werden die Leute dann eintüten. Dann muss ich die nicht zur Wache extra bringen. Das kann ich jetzt leider auch nicht, weil ich in einem Traktor unterwegs bin. Ja, das funktioniert leider nicht. Also die können nicht einsteigen, weil hier muss ein Platz ist. Also glaube ich. Und von daher funktioniert das nicht. Hostage Situation. Was zum Teufel ist mit denen nicht richtig? Also der Anhänger ist irgendwie, cool. Der hat gerade locker den LKW umgehauen. Das ist ja mega. Naja, ich fahr zum nächsten Einsatz. Los geht's. Da ist der nächste Einsatz. Eine Hostage-Situation. Die ist hier gleich nebenan. Das passt ja wie Butter auf Brot. Mein Spruch. Ja. Es geht ganz langsam voran hier. Mit einem Anhänger. Oh nein, eine Geiselnahme. Okay. Locker gemacht und erledigt. So, die Gerichtsmedizin ist sofort zur Unterstützung da gleich. Muss ich mal kurz warten, bis die eintreffen. Ich nehme mal kurz seine Waffen weg hier. Okay, ja, bitte Abstand halten hier. Hier liegen zwei Leichen. Also jetzt bitte aufpassen, dass sie nicht irgendwie da rüberfahren mit diesem schicken Auto. Da hat er mir gleich einen Finger gezeigt. Also, ja, jetzt habe ich mir dreckig gemacht, verdammt. So geht das hier nicht. Also, die müssten auch gleich da sein. Ich möchte einfach weiterfahren. Ich möchte mich nicht die ganze Zeit irgendwie aufhalten hier. Das ist irgendwie zu langweilig, wenn man bloß die ganze Zeit rumsteht. Ich möchte weiterfahren. Ich will auf mein Feld. Ich habe mich verfahren. Auf Sanits Transport. Wo muss ich denn da hin? Jetzt zeigt mir 900 Meter. Okay, es wird aber nicht angezeigt. Das ist ja auch lustig. Ach doch.
Officer needs transport. Pill. Fillbox Hills. So, 800 Meter wären zur sehr, sehr langen Fahrt. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja. Ich glaube, die müssen sich auch bekloppt vorkommen. In so eine Großstadt fährt man mit einem Traktor und einem Anhänger. Wenn das mal nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, da vorne muss ich dann links. Ah, ganz entspannt. Der Drehzahlbegrenzer ist schon beim Anschlag. Ich fahre knappe 40. Immerhin kommt der überhaupt aus der Knete hier. Das funktioniert komischerweise. Ich hätte gedacht, das wird nichts. Also es gibt ja drei verschiedene Arten von Traktoren hier in GTA. Also einmal den ganz alten, also mit denen fahre ich lieber keine Einsätze, das wäre ein bisschen zu creepy. Also da würdet ihr ja locker einschlafen und ich natürlich auch. Dann gibt es noch diesen Traktor und diesen gleichen Traktor mit Schnee bedeckt. Ja, das war es eigentlich von den ganzen Traktoren her. So, mal gucken, was die hier wollen. Hallo, schönen guten Tag. Okay, also ich soll die mitnehmen, weil ihr Fahrzeug kaputt ist. Ja, das kann ich aber nicht. Nee, das ist nicht. Oh. Ihr müsst das irgendwie selber regeln. Ruft einen ADAC oder so. Der wird euch schon helfen. Jetzt rennen sie einfach weg. Okay. Okay, wir haben einen Stolen Money Truck, also ein gestohlener Geldtransporter. Was machen die denn jetzt hier? Hä? Jetzt sind wir uns gar nicht einig. So, den muss ich jetzt irgendwie aufhalten, oder wie? Schaffe ich das mit meiner 40 km/h hier? Ich glaube irgendwie nicht. Mal schauen, vielleicht wird es ja was. Ich gebe wirklich alles. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hängt man diesen Anhänger ab? Macht man das irgendwie so hier? Ah, okay. Ja, na, das ist natürlich eine Möglichkeit. Mal gucken, ob der Traktor jetzt schneller fährt. Ich möchte jetzt ohne Anhänger fahren. Also 40 hat er mit Anhänger geschafft. Vielleicht schafft er sogar 50. Das wäre ja schön eigentlich. Dann würde ich schneller beim Einsatzort ankommen. So, ich glaube, täuscht das jetzt? Fährt er schneller? Ja, der fährt schneller. Oh, cool. Das ist cool. So, hier ist eine Person. So, erste Person ist eliminiert. Die habe ich hier glatt umgerollt. So, und die zweite Person befindet sich dort hinten. Da werde ich mal ein paar Kollegen anfordern. Das wird sonst nichts. Suspects must be placed on ground first. Okay, das war der Einsatz. Super. Customer refusing to pay. Okay, dann geht zum nächsten Einsatz direkt mit unserer aufgemotzten Karre hier. Ja, mal schauen, was uns der Einsatz bringt. Oh, das ist sogar über einen Kilometer. Also, Leute, das ist krass. Das ist wirklich krass. Sehr, sehr krass. Also, bis ich da ankomme, dann weiß ich auch nicht. Nein, das machen wir lieber nicht. Hostage Situation. Das hört sich natürlich besser an. Das wäre am besten, wenn ich das jetzt mache. Weil ich mache lieber so Einsätze, die im Umkreis hier von mir sind. Das ist denn ein bisschen besser. So. Kann ich da nicht rüberfahren? Das ist ja auch blöd. Ich hätte es wenigstens probieren können irgendwie, aber es funktioniert nicht. Ich habe da schon so einen Ballonreifen. Und dann komme ich da auch trotzdem nicht hoch. So, dann gucke ich mir die Lage mal an. Ich bleib einfach mal stehen hier und mal gucken. Vielleicht treffe ich die ja sogar. So, dann nehme ich mal meine Waffe raus. So, dann gebe ich die einfach mal einen Headshot. Oh. Okay, hätten wir jetzt auch geklärt. Ja, was soll ich anders machen? Ich soll da runterfahren und dann, ja, was habe ich davon? Dann hätte die Frau den Mann vielleicht erschossen und dann wäre es so, ja. Achtung, mein Traktor, verdammt. Mensch. Naja, was soll ich denn sonst machen? Ich kann ja keine Person mitnehmen, wie gesagt, und dann kann ich die halt bloß abschießen. Hauptsache, ich fahre überhaupt meine Einsätze gut und erfolgreich und das war mal was anderes, oder? Also Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich über eine positive Bewertung freuen von euch. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren und natürlich auch abonnieren für mehr Folgen. Außerdem sehe ich das ja so,
am meisten an die positiven Kommentare oder Likes, ob ihr mehr Folgen sehen wollt von GTA 5, LSPDFR-Mod oder nicht. Und ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal.